Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Nele Hirsch. Ich bin aus dem E-Bildungslabor und ich habe, um das deutlich zu machen, wie sich kleinere OER-Projekte erfolgreich realisieren lassen, ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht, nämlich ein Projekt, was wir im E-Bildungslabor realisiert haben, das Projekt Leselerntexte. Ich möchte das gerne kurz vorstellen, zum einen natürlich, um das Projekt bekannter zu machen und Ihnen allen vielleicht auch ein bisschen Lust zu geben, da mal reinzuschauen, vielleicht auch mitzumachen, und zum anderen natürlich auch, um zu zeigen, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man eine kleinere Idee hat, zu sagen, ach, ich versuche das einfach mal umzusetzen, andere Menschen zu finden, die vielleicht auch mitmachen und dadurch mit der Grundidee die OER, ja, Bildung ein Stück weit besser zu machen, das Online-Angebot, was es gibt, ein Stück weit besser zu machen. Ja, Leselerntexte, was ist das eigentlich? Es handelt sich um ein OER-Projekt, was im Bereich Vorschule, erstes Grundschuljahr, vielleicht manchmal auch noch zweites Grundschuljahr angesetzt ist, nämlich zur Unterstützung des täglichen Lesetrainings, vor allen Dingen also eingesetzt oder einsetzbar im Bereich der familiären, nonformalen Bildung. Der Hintergrund war eigentlich ein ganz privater, dass mein Sohn anfing, lesen zu lernen und wir damit konfrontiert waren, dass wir einfach unwahrscheinlich so kurze Texte brauchten, die man mal schnell so abends im Bett noch mal geben konnte und sagen konnte, versuch doch mal, ob du da durchkommst, liest es doch einfach mal. Das Angebot, was es da offiziell dazu gab, war doch eher beschränkt. Oft hat man sich ein ganzes Buch gekauft. Das war dann doch wieder nicht so dieses Thema, was irgendwie passte. Und dann fing das ein bisschen so im bekannten Verwandtenkreis an, dass Verwandte, Freundinnen und Freunde kamen und sagten, ach ja doch, ich kann dort auch mal ein bisschen was aufschreiben. Auch ich selbst habe das gemacht. Und wir hatten so eine erste Sammlung von kleineren Texten, die mein Sohn dann sozusagen lesen konnte. Darauf aufbauend kam es dann, dass wir gesagt haben, eigentlich kann man diese Idee ja auch noch ein bisschen größer denken. Wahrscheinlich wird es ja anderen Leuten noch ganz genauso gehen, dass man sagt, man braucht einfach solche kürzeren Texte und könnte die eigentlich ganz gut verwenden. Und darauf aufbauend entstand dann www.leselerntexte.de als eine Plattform, wo jede Person, die was beisteuern will, einen kurzen Leselerntext einfach einstellen kann und alle dann die Möglichkeit haben zu sagen, ich suche da mal aus, auch ganz gezielt nach den Interessen meines Kindes sortiert, was ihn oder sie interessieren könnte, welchen Leselerntext ich mir einfach mal runterlade, entweder direkt auf dem Tablet lesen lasse oder eben runterlade, ausdrucke und das dann so nutze. Warum das Ganze? Ein bisschen, das ist schon angeklungen. Zum einen natürlich grundsätzlich, um so einen guten Lesestart für alle Kinder zu ermöglichen. Es passt dadurch, dass einfach sehr viele verschiedene Texte aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Also auch sowas wie kleinere naturwissenschaftliche Experimente. Es gibt Menschen, die sich beteiligen und in irgendeiner Form Back- oder Kochrezepte beisteuern. Es gibt auch Kinder, die selber schreiben, die dann schon ein bisschen älter sind und irgendwelche Fantasiegeschichten mit veröffentlichen. Dadurch hat es einfach eine sehr, sehr große Vielfältigkeit und es sind unterschiedliche Perspektiven da, die man dann in diesen Texten eben spürt und dadurch einfach Lust aufs Lesen macht. Und letzter Punkt, natürlich auch ganz wichtig, was ich eingangs sagte, aus meiner Sicht ist es einfach eine Möglichkeit, um zu zeigen, hier ist doch ein ganz praktischer Nutzen von OER, gerade auch für Menschen, die vielleicht den Begriff OER überhaupt kein bisschen kennen, aber daran doch merken, wie simpel und schön dieses Prinzip ist, zu sagen, das, was ich einfach mal erstellt habe, wenn ich das zur Verfügung stelle online für eine größere Gruppe von Menschen, dann nutzt es allen was. Für mich ist es eigentlich auch schön, wenn ich meins, was ich gemacht habe, teilen kann und alle haben da eigentlich was Gutes davon. Ja, wie kann man mitmachen? Ich würde mich sehr freuen, wenn sich einfach einige von Ihnen sich das auch angucken würden, gerne die Texte nutzen. Vor allen Dingen ist es natürlich auch immer schön, ist dann die nächste Hürde, einen eigenen Text reinstellen. Wie gesagt, muss überhaupt gar nicht kompliziert sein, geht um kurze Texte, die dann gerade auch Leseanfängerinnen, Leseanfänger einfach lesen können. Und es ist natürlich auch gut möglich, wenn Lehrkräfte da sind, zu sagen, wir nutzen das in unserem Unterricht. Dort können sich Kinder gerade in der Leseecke nochmal sowas auswählen oder auch in den älteren Klassen das zu verwenden, um eben die Kinder selber Texte schreiben zu lassen. Ja, vielen Dank und ich hoffe auf Beteiligung daran.